Hallo meine Lieben, heute bin ich mal alleine da. Heute machen wir ein wunderschönes Oster-Make-up, weil wir sind nachher eingeladen bei meiner Schwester, juhu, zu Ostern. Ich habe schon mein schönes T-Shirt hier angezogen, was viel glitzert. Ja, und mein Mann macht gerade den Keller sauber und nachher, wenn er kommt, hat er die wunderschönste Überraschung. Ja, jetzt könnt ihr mich mal ohne Schminke sehen. Die pure Wahrheit. Ach ja, ich habe noch vergessen, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht es bitte, dann tut ihr kein einziges Video mehr verpassen. Und vergisst nicht, Like zu geben. So, Dalle, jetzt fangen wir mit dem Serum an. Mit dem schönen Serum von Elizabeth Grant als Grundlage. Das mag ich immer gerne. Dann wird das Make-up schön gleichmäßig. Dann strahlt mein Gesicht. Jawohl. Aha. Ja. Es gibt die schöne Frische und Fältchen gehen weg. Also werden reduziert die Fältchen. Ja. Aha. So, wenn alles schön aufgetragen ist, dann machen wir das Make-up drauf. Nummer 2. Ich habe da ein wunderschönes von Peter Schmidinger. Das habe ich. Riecht gut, ja. Das habe ich von QVC habe ich das gekauft. 30, 40 Euro, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, ich trage es immer mit Schwämmchen auf. Meistens immer mit Schwämmchen. Das deckt gut alles. Ja. Überall schön gleichmäßig auftragen. Ja, ich mache immer Make-up. Eigentlich nur aus dem Grund, wegen meiner roten Bäckchen. Seht ihr, ich habe echt sehr starke rote Bäckchen. Ich hasse meine Bäckchen. Ja, deswegen nur aus dem Grund mache ich. Ah, sehr schön. Aber hier habe ich ein bisschen noch vergessen. Ja, hier noch im Eck. Bisschen noch verschmieren. Genau. Bravo. So, als zweiter Schritt mache ich immer den Glow hier. Dann ein paar Highlights. Heute zur Feier des Tages für Ostern mache ich ein bisschen an die Stirn. Genau, dann ein bisschen. Die Wangen, die wunderschönen Wangen, dass sie zur Geltung kommen. Jawohl. Und hier. Ja. So. Ja. Jetzt habe ich schönen Osterglow. Jawohl. Und Haare? Ja, Haare sitzen auch gut. Jawohl. So. Ja, ich wollte euch noch meine neuen Ohrringchen zeigen. Hat mir mein Mann gekauft. Wie gefallen sie euch? Ja? Zur Feier des Tages. Ja, ich sehe, hier ist ein bisschen noch, muss ein bisschen noch nacharbeiten. Jawohl. Was sehe ich da? Ich habe meine Arme noch. Ich muss noch meine Arme rasieren. Ja, das mache ich nachher. Das ist jetzt peinlich hier im Video, aber. Ich habe halt so einen starken Haarwuchs. Die wachsen über die Nacht. Ja. Naja. Ihr sagt es keinen weiter. Gut. So. Jetzt fangen wir mit Lidschatten an. Also, ich habe hier schöne grüne und schöne Flieder Lidschatten. Da kommen meine Augen sehr gut zur Geltung. Fangen wir, ja, super schöne grüne Farben. Fangen wir mit den grünen an. So.
Zottele. Ein Auge. Schön exakt auftragen. Jawohl, das schaut ja schon mal gut aus. Zweite Auge. Ja, mit grün funkeln die Augen immer. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, nachdem das Grün aufgetragen ist, kommt die fliederne Farbe dran. Flieder. Also, ich liebe Flieder. Liebt sie auch Flieder? Da strahlen die Guckerchen. Jawohl. Exakt alles aufgetragen. Ja, sehr schön. Super. Sehr gut. Sehr schön. So, der nächste Schritt wäre Augenbrauen. Da habe ich einen ganz guten, den benutze ich schon jahrelang. Der ist von Annemarie Bröhlend. Ja, wenn die Augenbrauen nicht gut gemacht sind, das macht dann gleich ganze Gesicht kaputt. Also Augenbrauen sind das Wichtigste am ganzen Make-up. Ja, so soll es nachher ausschauen, genau. Zweite, schön exakt. Ohne Augenbrauen nachmalen gehe ich nie aus dem Haus. So, schön. Sehr schön, sehr schön. Der nächste Schritt wäre Kajal. Aha, so, ich mache es immer ein bisschen weiter aus als das andere, als die Augen sind. So ein bisschen Kleopatra-Style. So, ja, sehr schön. Das schaut gleich anders aus mit Kajal. So, meine Lieben, dann der nächste Schritt wäre Wimperntusche. Damit meine Wimpern noch besser zur Geltung kommen. Ja, Nummer 1. Nachtuschen. Und das zweite Auge. So. Jawohl. So, ich würde mal. Aber da können Sie jetzt sehen, was ein gut aufgetragenes Make-up alles bewirkt. Ja, echt schön. So, dann machen wir Lip Liner, nächster Schritt. Ich habe mich heute für Rot entschieden. Ich liebe rote Lippen. Mein Mann liebt auch rote Lippen. Also ohne Lip Liner gehe ich auch nie aus dem Haus. Sehr schön, super. Ja, da wird ja mein Mann nachher entzückt sein, wenn er nach Hause kommt und das sexy Make-up sieht. So, okay, dann machen wir schöne rote Lippenstifte drauf. Aha. Schön kräftig. Jawohl. Ah. Ja, sehr schön. Da sieht ihr, guckt da, wenn man rote Lippenstifte drauf hat, da kommen die Beißerchen noch besser zur Geltung, dann strahlen die Zähne. Ja. Ah, ja. So, der nächste Schritt machen wir Rouge. Mir ist leider mein Rouge vor ein paar Tagen runtergefallen. Habe vergessen zu kaufen, aber überhaupt gar kein Problem. Nämlich Lippenstift ist das gleiche. So, jetzt tragen wir das schön auf. Jawohl, einmal eine Seite, einmal die andere Seite, jawohl, und dann ein bisschen verschmieren, dann haben wir genau den gleichen Effekt. Ja, jawohl, wow, sehr schön. So, jetzt muss mein Mann kommen und mich sehen. Der wird ja richtig entzückt sein. Jetzt, ich schaue aus wie ein frisch gepflückter Pfirsich, ein junger, schöner Pfirsich.
So, und der allerletzte Schritt machen wir noch Nagellack drauf. Rot passt gut zu meinen Fingernageln, zu meinen Händen, zur Feier des Tages. Schön gleichmäßig alles auftragen. Ja, das läuft ja sehr schön. Dann andere Hand. So. Die andere Hand. Schön in den Finger. Also ich liebe es. Rot oder schwarz? Welche Farbe mögt ihr? Und wie gefallen euch meine Nägel? Oh, sehr schön, sehr schön. Sexy von allen Seiten. So, meine Lieben, das war's schon mit dem Make-up für Ostern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich strahle so richtig. Gell? Was ein richtig professionelles Make-up alles ausmacht. Ja? Tag und Nacht Unterschied. Alles perfekt aufgetragen. So, meine Lieben, dann, das war's. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich habe schon gesagt, wenn es euch gefällt, gibt es ein Like. Elli liebt euch alle. Bis zum nächsten Mal. Ja, da bin ich gespannt, was jetzt mein Mann sagt, wenn er gleich nach oben kommt. Ich werde es euch berichten. Okay, bye bye, meine Lieben.